Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und ich habe euch eine wunderbare Karte für euch für den 23. Mai. Wir haben Montag und da habe ich die himmlischen Helfer von Nazarene Virtue mir hergenommen. Die wollten zu Worte kommen und da kam die Maria Magdalena mit der Karte Vergebung. Die Karte passt nahtlos und wunderbar. Also es ist ein nahtloser Übergang von gestern zu heute. Passt wunderbar zum Thema, wir haben immer noch Dinge, die wir loslassen sollen und die wir auf jeden Fall nochmal angucken sollen. Alles das, was uns bisher noch so ein bisschen behindert hat, voranzugehen, Altthemen und dergleichen. Wir hatten es gestern gesagt, dass es aufgrund der körperlichen oder psychischen Dissonanzen, die so auftreten, dass wir da mal ein bisschen hinschauen sollen, was uns noch belastet an Thema. Und das war ein wunderbarer Hinweis für euch, auch für mich im Übrigen. Mir hat gestern so ziemlich alles wehgetan. Nochmal hinzuschauen, welches Thema da dahinter liegt und welche Sachen da einfach nochmal gesehen werden wollen, was man verabschieden darf. Die Vergebung, die jetzt hier angesprochen ist von der Maria Magdalena, ist natürlich jetzt grundlegend und super existenziell wichtig. Wenn wir immer noch alten Groll mit uns rumtragen und immer noch der Welt und anderen und irgendwelchen Situationen die Schuld geben, für unsere jetzige Situation ist uns absolut gar nicht geholfen. Das heißt, wir sind dann im Widerstand gegen die Situation, die wir gerade jetzt im Augenblick erleben. Und wer im Widerstand ist, der hat nicht die richtige Schwingungsfrequenz, um Erwünschtes, Neues anzuziehen. Das sollte man sich immer und immer wieder vor Augen halten. Außerdem, ganz wichtig ist es auch zu sehen, dass die Situation, die man erlebt, grundsätzlich durch nur einen selbst verursacht ist, nämlich durch das Denken und Fühlen und durch die Themen, die man in sich trägt, die mehr oder weniger bewusst sind, das ist klar. Manche sind nicht bewusst, also hat man auch nicht unbedingt das Gefühl, dass man selber an der Situation, die man gerade erlebt, in irgendeiner Form schuld oder, um das Wort nicht zu verwenden, ursächlich beteiligt ist. Es ist aber so. Das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Also es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt Gott und die Welt verantwortlich zu machen, außer sich selbst. Und deswegen sollen wir uns bitte, bitte sehr, sehr ans eigene Näschen fassen und schauen, was ist denn da an alten Themen, an alten Emotionen, die uns wahrhaft überhaupt nicht gut tun. Ich lese euch jetzt mal das im Begleitbuch den Text vor von der Doreen Virtue, was die dazu sagt. Zur Antwort auf deine Frage gehört, dass du Bitterkeit, Urteile und Wut loslässt. Du weißt bereits, wem oder was du vergeben solltest. Es ist die erste Person oder Situation, die dir in den Sinn kommt. Du musst nicht notwendigerweise die betreffende Tat vergeben, doch ist diese Karte eine Aufforderung, die Giftstoffe oder Wut gegenüber einer anderen Person, Behörde oder Situation loszulassen, die deine Seele zu vergiften droht. Du bist dabei, dich auf ein wunderbares neues Kapitel in deinem Leben vorzubereiten, und Vergebung ist ein Teil deiner Vorbereitung. Sie ist eine erfrischende und zutiefst heilende Dusche der Liebe, die dich innen und außen reinigt. Diese wiederum verleiht dir neue Energie, Durchhaltekraft und hohe Selbstachtung, und sie gibt dir die Freiheit, du selbst zu sein. Wende dich an die heilige Maria Magdalena, damit sie dir hilft, zu vergeben oder Vergebung zu erlangen, damit du die nächsten Schritte in deinem Leben machen und deine Träume realisieren kannst. Die Beziehung dieser Heiligen zu Jesus hat immer wieder zu erregten Debatten geführt. In der Bibel wird sie als eine hingebungsvolle Gefährtin und Anhängerin von Jesus beschrieben, die ihn mit Öl aus einem Alabastergefäß salbte, und zudem war sie der erste Mensch, dem Jesus nach seiner Auferstehung erschien. Heute ist Maria Magdalena eine Schutzheilige der Frauen. Als eine Frau, die sowohl missverstanden wurde, als auch Vergebung erfahren hat, ist sie eine machtvolle Verbündete, wenn es darum geht, ein Missverständnis oder eine Streitigkeit zu klären. Also, sollte es da beim einen oder anderen von euch noch diverse Themen geben,
die euch noch zurückhalten. Wie gesagt, alter Groll, alter Zorn oder irgendwelche Dinge, die euch widerfahren sind und wo ihr sagt, na, also das war ja wohl unter aller Kanone oder da kann ich mich jetzt gar nicht beruhigen drüber. Denkt auch bitte immer dran, dass ihr selbst ja auch Menschen seid. Und jeder ist Mensch und jeder hat seine ganz persönlichen eigenen Themen. Da kommt jetzt noch rein von ihr. Bitte nehmt die Dinge halt auch nicht so persönlich und seht einfach, dass jeder Mensch für sich seine eigenen Themen hat, aufgrund deren er die Dinge wieder unterschiedlich oder individuell sehen muss oder aus seiner Perspektive sehen muss. Entwickelt da ein bisschen mehr Mitgefühl und seht einfach, Mensch, der andere hat auch seine Gründe dafür, so zu handeln. Und der hat auch seine alten Verletzungen und seinen alten Groll. Und was der Kuckuck, was da so alles sich in dessen Seele oder in, ja, in dessen Seele so alles tummelt, was ihn dazu veranlasst, so zu handeln oder so, was ihn dazu veranlasste, so zu handeln, wie er es eben tat. Und das ist wichtig. In dem Moment könnt ihr von der Situation auch ein bisschen zurücktreten und könnt sehen, Mensch, ich nehme es jetzt einfach nicht persönlich. Ich sehe, dass der Mensch seine Gründe dafür hatte und ich sehe, dass ich die Dinge eventuell einfach anders sehe. Und ich habe ja auch meine Gründe, wenn ich mal sauer auf jemanden bin oder jemanden in irgendeiner Form behandle, die ihm wiederum nicht passt. Ihr müsst, wie gesagt, das, was euch da widerfahren ist oder widerfährt, nicht gutheißen. Das heißt, die Karte absolut gar nicht. Sondern ihr sagt einfach, ich akzeptiere es, wie es ist. Ich habe Mitgefühl mit der Person oder mit der Situation oder mit dem Umstand und kann mich da reinversetzen und sage, okay, in dem Moment, wo ich die andere Person oder die Situation einfach so stehen lasse, wie sie ist, fällt es mir wiederum leichter, dem Ganzen zu vergeben. Und es ist einfach in meinem ganz persönlichen und eigensten Interesse, das Ganze so stehen zu lassen, wie es nun mal ist, damit ich für mich mich nicht mit vergiftenden Gefühlen plagen muss und so für mich selbst in der niederen Schwingung, in der ich mich dann befinde, leider ganz kreisliche Situationen anziehe oder anziehen muss oder es verbessert sich nichts. Also das sollte man immer wieder sehen. Es ist im allereigensten Interesse, die Dinge mit Abstand zu betrachten, Mitgefühl zu haben und zu sagen, okay, die Dinge, die ich erlebe, habe ich auch selbst verursacht durch mein Denken, durch meine Themen etc. etc. Also bitte bedenkt es immer so gut ihr könnt. Ich weiß, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann tut man sich da sehr schwer. Gerade wenn man ein Mensch ist, der über ein großes Gerechtigkeitsempfinden verfügt oder man denkt, man kann es einfach nicht nachvollziehen, warum ein anderer so gehandelt hat oder wie auch immer. Trotzdem, bitte bedenkt das und ihr tut euch um ein vieles, vieles, vieles leichter. Ihr kommt voran und es gibt euch auch, im Übrigen kommt jetzt noch rein, auch ein größeres Selbstwertgefühl, weil ihr könnt einfach euch selber dann dabei beobachten, wie ihr einfach mehr über den Dingen steht und wie ihr die Dinge einfach wesentlich gelassener betrachten könnt. Das tut euch sehr, sehr, sehr gut. So, und somit entlasse ich euch jetzt in den wundervollen Montag. Und hoffe, ihr könnt ganz, ganz viel Mitgefühl aufbringen für euch selbst und für alle anderen. Ihr werdet euch viel leichter tun. Und somit freue ich mich auf euch dann bis morgen. Tschüss.